Und damit einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir machen heute einen kleinen What I Eat in a Day für Studenten, Schüler, weil ich selber Student bin. Ich studiere BWL. Sorry, erstmal, dass in letzter Zeit nicht mehr ganz so viele Videos kommen. Also momentan sind es ja nur so ein Video die Woche. Es gab mal Zeiten, da habe ich noch vor wenigen Wochen mehrere Videos die Woche hochladen können. Aber immer wenn ich Uni habe, dann ist es immer ein bisschen schwierig mit den ganzen Videos. Ich werde euch heute ein bisschen mitnehmen durch meinen Tag und euch einfach mal mit in die Uni nehmen. Ich habe euch noch nie mit in die Uni genommen. Und mal euch so zeigen, was ich so esse, wenn ich in der Uni bin. Kurz vorab, ich bin nicht im Aufbau, wie man eigentlich glauben könnte, was man macht im Winter. Also die meisten Leute gehen ja im Winter in Aufbau, um halt einfach ein bisschen zuzunehmen, Muskeln aufzubauen, weil da juckt es keine Sau, wenn man fett ist, weil da geht man meistens nicht baden. Ich habe mich aber dieses Jahr dazu entschlossen, dass ich nicht so extrem in Aufbau gehen möchte, sondern ich möchte eigentlich eher gar nicht zunehmen, wenn dann vielleicht nur minimal zunehmen oder vielleicht einfach auch ein bisschen shredden, dann möchte ich noch ein bisschen gucken. Also eher so die Form halten, einfach konstant über den Winter das zu halten, weil ich auch gar nicht mehr so extrem viel Muskeln und Masse aufbauen möchte in den kommenden Jahren. Es werden auch noch ein paar Projekte im Winter kommen, wo ich einfach nicht so fett sein kann, sondern wo ich ein bisschen shredded sein muss. Insofern müsst ihr das Ganze beachten, dass dieses What I Eat in a Day, wenn ihr das so macht, quasi entweder eure Form haltet oder vielleicht sogar ein bisschen abnehmt. Seitdem die Uhr umgestellt wurde, ist wieder jetzt komplett dunkel und ich hasse es, ich hasse die Winterzeit. Das ist um 5 Uhr dunkel und dafür schon um 6 Uhr in der Früh hell. Was bringt mir das? Also ich habe das immer noch nicht ganz gerafft. Ganz kurz noch, Leute, bevor wir das Video beginnen, checkt den Link in der Videobeschreibung aus zum Spenden. Das letzte Video ging übelst ab schon mal. Vielen Dank dafür für euren geilen Support immer. Traurig nur ein bisschen, dass wir dafür nur 12 Euro gespendet haben, dafür, dass das Video jetzt Stand heute Montag 70.000 Menschen gesehen haben. Ich beginne mein Frühstück immer mit einem Kaffee. Für mich geht nämlich die Uni um 10 Uhr los und wir haben jetzt 9 Uhr, also erstmal ein Käffchen. Ich habe mir hier ein Porridge gemacht mit Kokosjoghurt, Goji-Beeren, Äpfeln und Chiasamen. Den habe ich mir selber gekauft, kann ich euch aber empfehlen. Für alle Leute, die keinen Joghurt mit Milch möchten, gibt es im Anatura so einen Joghurt, der ist vegan auf Kokosbasis. Der schmeckt wirklich gut und der ist gar nicht mal so teuer. Ich glaube, der kostet 2 Euro. Das Ganze lasse ich mir jetzt schmecken. Dazu werde ich ein bisschen meine Mails beantworten. Und dann geht es auch in einer halben Stunde in die Uni. Bis gleich, Leute. Aufgegessen. Was ich euch empfehlen würde, wenn ihr Schüler, Student seid oder auch wenn ihr generell arbeitet, Haferflocken zum Frühstück ist eigentlich extrem günstig. Ihr habt langkettige Kohlenhydrate. Es ist gut für euren Magen, weil Haferflocken extrem basisch sind. Ja, ich habe mir jetzt so ein kleines Porridge gemacht, das hält mich jetzt lang genug satt und nachher gibt es dann was zum Mittagessen. Also eigentlich richtig gut. Man braucht ja auch in der Uni oder in der Schule Konzentration, um aufpassen zu können. Deswegen ist so ein bisschen Energie da in der Früh ganz gut. Ich frühstücke aber nicht zu viel, sondern mal ein bisschen kleiner, weil so ansonsten ist man einfach zu satt und dann ist man wieder so gelähmt und kann dann auch wieder ordentlich aufpassen. So, jetzt packen wir es mal auf in die Uni, ich ziehe mich schnell um. So, jetzt geht's auf in die Uni. Ich habe mir jetzt noch einen Mate-Tee mitgenommen. So ein Mio Mio oder wie man das heißt. Außerdem noch einen Proteinriegel. Und kennt ihr das, Leute? Ich war auch schon damals in der Schule immer derjenige, der zur ersten Schulstunde immer zu spät gekommen ist. Jetzt komme ich immer zur ersten Vorlesung zu spät. Gibt Schlimmeres. Jo Leute, so, jetzt geht's auf in die Uni. Ich höre auf dem Weg zur Uni immer Reggae. Ich bin zwar jetzt ein bisschen zu spät dran für die Uni, aber ich kann euch eine Sache sagen. Montag, damit beginnt die Woche und ja, in der Früh beginnt der Tag und ich kann euch nur sagen, starte mit guter Laune und Gelassenheit in den Tag und in die Woche und das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste, weil wenn man schon gestresst den Tag startet, ist man eigentlich schon gleich schlecht drauf. Und ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr auf dem Weg zur Uni, Arbeit, Schule, whatever seid, hört euch mal in der Früh Reggae an. Ich habe so eine Playlist auf Spotify, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich die mit euch teilen soll. Da höre ich immer Reggae auf dem Weg zur Uni, weil man da eigentlich, also sonst höre ich nicht so oft Reggae, aber da höre ich immer gerne Reggae, weil man dann eigentlich immer so richtig entspannt ist und eigentlich nur gut drauf ist. Ja, jetzt geht's auf in die Uni. Ich werde aber die große Kamera hier lassen und nur mit dem Handy in der Uni filmen, sonst denkt jeder, ich bin der allergrößte Vollspast. Uni habe ich heute übrigens bis 17 Uhr, also recht lang. Das heißt, ein Großteil des Videos wird in der Uni sein, aber schon. Vielleicht machen wir nachher noch ein kleines Training und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann gleich wieder. Jo Freunde, so sieht das Ganze aus. Hier, so sieht quasi meine Uni aus. Und da kann ich euch nur sagen, also ich persönlich bin so ein riesiger Fan von Mate-Tee. Der hat zwar ein bisschen Zucker, da kommt man nicht drum rum, aber es ist auch nicht so schlimm. Kann man schon mal trinken während so einer Vorlesung. Macht einen wach, hat Koffein und ja, kann ich nur sagen, viel trinken.
auch in der Schule und in der Uni, damit man wach bleibt. Allzu viel darf ich in der Uni aber auch nicht filmen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der Pause, wenn es dann zum Essen geht. Bis gleich. So, wieder weg auf der normalen Kamera, Leute. Mittagspause habe ich ungefähr immer so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Und dann mache ich es immer so, ich habe einmal die Woche habe ich Mittagspause, also sonst habe ich immer um 1 Uhr Uni aus. Und dann gehe ich einfach zu Subway. Ich habe mir da letzte Woche so eine VIP-Karte geholt, die kann eigentlich jeder Mensch haben. Also ich habe einfach letzte Woche nach so einer Karte gefragt, jeder kennt die vielleicht, da zahlt man 5 Euro für so einen Sub. Deswegen zahle ich dann 5 Euro, finde ich eigentlich super für Mittagessen. Jetzt gibt es aber erstmal was zu essen. So. Also Mittagessen haben wir einmal hier so ein Chicken Teriyaki, das hat ungefähr 600 Kalorien, 22 Gramm Eiweiß, hat eine so eine Hälfte, also das ist ganz schön viel. Ich wechsle mich mal ab, ich mache eine Woche quasi immer ein Veggie Delight, weil ich mich ja immer gerne vegetarisch ernähre. Ich kaufe zum Beispiel daheim nie Fleisch. Wenn ich Fleisch esse, dann immer nur, wenn ich auswärts esse, so wie letztes Mal in der Challenge auch. Also wir haben jetzt hier 44 Gramm Eiweiß, ein bisschen über 600 Kalorien. Das heißt, ich bin jetzt insgesamt so über den ganzen Tag bei 1200 Kalorien erst, was richtig, richtig gut ist. Ja, ich denke mal, mit Subway kann man eigentlich nie was falsch machen. Vor allen Dingen 5 Euro geht eigentlich richtig klar. Ist auch eine so der Fastfood-Sachen, die eigentlich wirklich von der Ernährung her easy in Ordnung gehen. Genauso wie ein Döner, wenn man ihn quasi mit wenig Soße isst oder das Fleisch halt fettarm ist ein bisschen. Sowas geht schon mal klar. Sollte man halt nicht sich nur davon ernähren. Ich meine, ich hau mir hier immer komplett alles an Gemüse rauf, was geht. Somit hat man auch wirklich richtig viele, ja, so diesen kleinen Salat quasi. Ja, perfekt eigentlich als Mittagspause, als Mittagssnack. Jetzt geht es nämlich noch in die Nachmittagsvorlesung. Eine Vorlesung ist immer so 3 Stunden. Das heißt, wir sehen uns dann um 5 Uhr wieder. Ja, wenn ich noch Hunger habe auf was Süßes, dann gibt es für mich so einen Proteinriegel. Da habe ich jetzt den Mango-Geschmack. Wobei ich momentan eigentlich Haselnuss viel, viel mehr feiere und Cookie. Den Mango habe ich mich im Sommer satt gegessen mit den Dingern, aber ich hatte nur noch die komplett neue Bestellung. Übrigens, der nächste Vlog wird aus Berlin sein wahrscheinlich, denn Sophia und ich, wir fahren nach Berlin am Donnerstag. Heute haben wir Montag und dann sehen wir uns auf jeden Fall in Berlin wieder. Ich packe jetzt wieder zurück in die Uni und wir sehen uns dann, wenn die Uni vorbei ist. Bis gleich, dann ist wahrscheinlich dunkel. Uni aus, Pausenbrötchen liegt immer noch im Magen. Also so ein Subway-Sandwich macht mich persönlich immer relativ lang satt. Ich bin auch überlegt, ob ich mal so eine 24-Stunden-Subway-Challenge machen sollte. Also ich bin ja nicht der größte Fan von McDonald's, wie ihr in meinem letzten Video auch gehört habt. Aber Subway finde ich durchaus wirklich gut. Denke ich mal drüber nach. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal zum Training, damit man sich so eine Challenge auch überhaupt leisten kann. Vom Körper her gibt es jetzt nämlich die Energy Aminos. Und wie ihr seht, es ist dunkel, Mann. Es nervt mich so krass am Winter, an dieser Winterzeit einfach. Es ist 5:30 und es ist schon dunkel, Mann. Was ist denn das bitte? Da kann ich euch nur sagen, Leute, kleiner Tipp, wenn ihr von der Uni, von der Arbeit oder von der Schule heimkommt, ich bin gerade heimgekommen, gar nicht erst groß hinlegen, gleich die Sachen packen und sofort ins Gym oder noch besser die Sachen mitnehmen und schon gleich ins Gym. Und ja, deswegen, bei mir stehen heute jetzt Rücken und Beine an. Ich werde euch das Training nur mal ganz kurz zeigen. Ich filme mein Training nicht so oft. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal öfter mehr so Sachen zum Training machen sollte. Ich habe mit dem Henry letztens auch schon mal ein Video gemacht, wo ich was zum Training gesagt habe. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr auf sowas Bock habt. Ich packe es auf ins Gym, werde euch jetzt ein bisschen das Training zeigen und dann sehen wir uns nachher beim Abendessen wieder. Bis gleich. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Essen zu machen, das Training ist durch. Ich hasse es nur, mich im Gym zu filmen, vor allem, weil ich halt fast immer alleine trainiere und sich alleine selber im Gym zu filmen, ist sowas von nervig. Muss dann immer auf die Kamera aufpassen. Ich sag's euch, sobald ich mit YouTube genug Geld verdiene, hole ich mir einen Kameramann oder irgendjemand, der es mit mir zusammen macht und der immer mitkommt und dann filmen kann, weil das nervt einfach nur. So, jetzt gibt's was zu essen, und zwar Nudeln und ich
esse in letzter Zeit ziemlich oft so Tortelloni. Die haben auf 100 Gramm 188 Kalorien und in der ganzen Packung sind 500 Gramm. Und da kann ich euch eins sagen, Leute, die Dinger machen verdammt satt. Ich denke, also mir wird da easy eine halbe Packung reichen, 200 Gramm, knappe 500 Kalorien ungefähr. Also echt easy. Normalerweise trinke ich nach dem Training immer einen Shake, aber heute habe ich mal Bock, direkt das mit dem Essen reinzuhauen. Ich habe mir jetzt hier, wie gesagt, die Nudeln machen. Kann ich euch echt nur empfehlen, sind richtig gut. Dazu dann 2-3 Eier. Und ja, einfach noch ein bisschen Tomatensauce, ein bisschen Brokkoli. Da nehme ich immer den Tiefkühlbrokkoli, ist einfach easier. Ich bin echt so ein Freund von Tiefkühlprodukten. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Deswegen machen wir es einfach mal fertig. So einfach geht es, Leute. Wir haben jetzt hier die Nudeln. Das Ganze hat ungefähr so knappe 1000 Kalorien, knappe 50 Gramm Eiweiß. Wie gesagt, den Brokkoli, die Nudeln. Die Nudeln könnt ihr einfach auch nur in die Pfanne tun. Die gehen richtig, richtig schnell. Ein bisschen Parmesan drüber, ein bisschen Tomatensauce mit Oregano etc. 3 Eier. Richtig leichte Mahlzeit, geht richtig schnell und dafür muss man nicht mal Kochskills haben. Schmeckt super. Also wem Nudeln nicht schmecken, ja, dem ist auch nicht zu helfen. Nach dem Essen haue ich mir jetzt so ein paar Supplements rein. Und zwar einmal Zink, Magnesium, Daily Vitamins. Ich hatte zwar heute recht viel Obst. Ich hatte 2 Äpfel heute über den Tag verteilt. Ich hatte noch einen Apfel vom Training und eine Banane. Es gibt auch von Foodspring veganes Omega-3-Öl. Finde ich ziemlich, ziemlich gut. Allerdings ist das seit Monaten aus. Jetzt musste ich auf eine Alternative umsteigen, bis das wieder da ist. Da habe ich das hier gefunden. Veganes Omega-3, Leinöl, Hanföl und Kürbiskernöl. Ich werde übrigens am Anfang des Videos Dauerwerbesendung schreiben, weil ich so viele Produkte in die Kamera halte. Ich habe da nichts gesponsert bekommen oder gar nichts, aber am Ende kann man ja immer abgemahnt werden für jeden möglichen Kram. Vitamine können nie schaden. Gerade die Kombi Zink und Omega ist so wichtig für eure Haut, Mann. Dadurch kriegt ihr echt ein besseres Hautbild. Und weil das Ganze ja auch ein What I Eat für Schüler und Studenten ist, kann ich echt nur sagen, die guten Fette sind echt wichtig für eure Hirnfunktion. Deswegen gibt es ja auch sowas wie Studentenfutter mit vielen Nüssen. Das hat schon einen Grund. Und deswegen achtet auf jeden Fall auf eure gesunden Fette. Und weil ich euch am Anfang des Videos aufgefordert habe, dass ihr doch was spenden sollt, möchte ich jetzt meinen lieben Tobias ganz herzlich grüßen. Der hat gerade 7,50 Euro gespendet. Jetzt die nächste Challenge wird bestimmt mega, mega lustig. Ich habe mir schon richtig coole Sachen einfallen lassen. Und im Dezember kommt dann der Knaller. Da kommt dann eine richtig große Challenge, was richtig krass ist. Also da könnt ihr euch echt auf was gefasst machen. Als letzte Mahlzeit gibt es für mich jetzt heute so einen Magerquark mit Schokoproteinpulver und Bananen. Bananen sind super, also günstig, haben Magnesium, viele Mikronährstoffe, sind auch wieder basisch. Achtet immer auf euren Säure-Basen-Haushalt, dass ihr auch viele basische Produkte esst und nicht nur saure Produkte. Magerquark ist so eine Sache, die super vom Schlafen ist, weil Magerquark viel Casein beinhaltet. Und Casein ist ja ein schwer verdauliches Eiweiß, das heißt, der Körper braucht länger, um das zu verdauen. Das heißt, wenn ihr schlaft, habt ihr viel Zeit, um das zu verdauen und ihr könnt quasi so im Schlaf Muskeln aufbauen. Das ist doch was Schönes, oder? Hört sich doch super an. Und mit so einem super Satz würde ich sagen, beenden wir jetzt auch das Video. Ihr habt gesehen, was ich heute gegessen habe. Ich kann euch nur empfehlen, wie ihr seht, war ich heute auch im Defizit. Das dürfte bei mir so ungefähr 500 Kalorien Defizit gewesen sein. Ich mache mehrere Tage Defizit, dafür dann einen Tag Cheat Day wieder, wo ich mir richtig reinhau. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr das Video ein bisschen angeschaut habt. Lasst gerne einen Daumen da und beim nächsten Video sehen wir uns in Berlin wieder. Bis dahin, alles Liebe, ganz liebe Grüße. Ciao. Do it. Do it. Do it. Yes, you can.